Hey und willkommen zur neuesten Folge der MSV Duisburg Karriere mit mir, euren Danny Taylor. Wenn ihr jetzt schon Bock habt auf diese Folge, ich würde mich extrem über einen Daumen nach oben freuen und natürlich wie immer über eure Kommentare. Vielleicht schaffen wir auch mal wieder seit etwas längerem die 300 Likes, ich würde mich mega freuen und jetzt viel Spaß. Anfangen tun wir heute mit den schon angekündigten monatlichen Scouting-Updates und Danny Jansen, geiler Vorname, aber nee. Dann Mulder, hatten wir nicht schon mal so einen, der so hieß? Egal, willkommen im Team. Und jetzt Albrecht, das bedeutet deutsche Spieler, mal gucken, ob da wer Interessantes bei ist. Leider nein, leider gar nicht. Vielleicht sieht das Training ja besser aus. Ja, Gruel verbessert einige seiner Werte, allerdings keinen Punkt. Spieler auskuriert, Ahmed Engin ist wieder back, Alter, richtig gut. Wir wollen heute schnell vorankommen, deswegen treffen wir jetzt in der Chance an Reisen Arena auf dem Big City Club Hertha BSC. Und hier die Aufstellung vom MSV Duisburg, es gibt die ein oder andere Änderung. Heute Toruna, Riga und Koch in der Innenverteidigung, bedeutet David wieder auf der 6. Neben ihm Groß, denn Daschner heute mal im linken Mittelfeld, ich würde das sehr gerne mal versuchen. Und vorne im Sturm natürlich Metscher. Und hier die Aufstellung von Hertha BSC mit Körber am Tor, Brooks und Eihan. Brooks haben sie anscheinend zurückgeholt, auch nicht schlecht. Rafael Guerrero tatsächlich und Löwen im rechten Mittelfeld. Und Davy Selke ist hier Hertha treu geblieben, aber kein Piontek dabei, auch kein Kunja. Ansonsten doch schon der ein oder andere gute Name, kann man nicht sagen. Aber jetzt wollen wir natürlich hier wichtige 3 Punkte holen, denn die wären extrem wichtig. Wir sind immer noch mitten im Abstiegskampf. Da müssen wir aufpassen. Groß kommt jetzt hinterher, das ist gefährlich. Und Löwen mit dem Kopfball zum Glück über ein Tor. Ich spiele ein bisschen sicherer. Ich spiele ein bisschen sicherer und dann sowas, Alter, das kann doch nicht sein. Jetzt Davy Selke hat die Möglichkeit gegen Plogmann mit dem Pass und Groß passt da auf und macht einen ganz komischen Kackpass. Was war das denn für eine Aktion? Boah, aber Groß holt sich dann den Ball. Wieder auf Selke, Passlack läuft einfach nicht mit, hat er keinen Bock drauf. Ganz schlecht alles und dann führt Berlin 1:0. Ey, so viele Fehler, ne? Und ganz ehrlich, Passlack gefällt mir in diesem Spiel bis jetzt überhaupt nicht. Der macht so viel Kacke, das ist unfassbar. Passlack bewegt sich da einfach nicht mit, der bleibt einfach stehen. An Toruna, Riga, Klein natürlich auch extrem beschissen, ne? Alter, das ist, Kacke. Ich versuche jetzt mal was, wir tauschen Passlack mit Wagnumann. Wollte ich ja früher eh schon machen, aber das hat immer ganz gut funktioniert. Yo, David macht da einfach nicht mit und dann 2:0. Ey, da kann man sich aber auch nur aufregen, ne? Man sieht doch den Pass, warum... Ja, läuft David nicht dahin, Alter. Guck mal, der ist doch bei dem. Warum bewegt er sich denn nicht in die Richtung von dem Gegenspieler? 2:0 hinterher zu rennen ist nicht gerade angenehmer, ne? Ist das graupig. Jetzt du da. Und dann plog mal mit der Parade. Komm schon, beweg dich doch dahin, Junge. Unsere Spieler laufen einfach nicht dahin. Oh Gott, vor allem du lenkst dann dahin und der Spieler bleibt trotzdem stehen. Er bleibt einfach stehen. Da, ich habe die ganze Zeit mit Tyler da irgendwas versucht zu machen und es ging einfach nicht. Unsere Spieler bewegen sich auch einfach mal überhaupt nicht zum Ball. Ja, damit sind wir in der Halbzeit und liegen 3:0 zurück. Alter, das ist nicht mehr witzig, echt nicht. So, aufpassen, Ayako geht da hinterher, Toruna Riga passt hier mehr oder weniger. Was ist denn das schon wieder für eine Klärung von Toruna Riga? Kannst du mir das mal erklären? Ah, Gott, ich kotze ins Essen, ey. Natürlich kommt da wieder der Pass, oder kommt der Kopfball. Ach, 4:0 hätte auch noch gepasst. Und Metscher, hey, Anschlusstreffer in der 93. Minute. Und Metscher trifft tatsächlich mal wieder. Ja, das Spiel ist vorbei. Wir verlieren aufgrund einer unfassbar schlechten ersten Halbzeit, wo wir einfach mal 3 Gegentore kassiert haben. Boah, wir sind sowas von hart im Abstiegskampf, es ist einfach der Wahnsinn. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir so auf die Mütze gegen Hertha BSC bekommen. Metscher hat seine torlose Zeit heute endlich beendet. Ist das die Wende für ihn? Ja, ich brauche eine Wende fürs ganze Team und nicht nur für einen einzelnen Spieler. Und der Erfolg natürlich auch vor dem Tor bringt Selbstvertrauen, auch fürs Team. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, ein Tor zu schießen und natürlich vor allem Metscher wird daraus sehr viel ziehen können. David ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? So geil war der jetzt auch nicht, der hat auch sehr viele Fehler gemacht. Eigentlich finde ich gar nichts davon, ganz ehrlich. Aber er hat immer gekämpft und deswegen eine sehr vorbildliche Leistung gezeigt. Jeder sollte so viel versuchen zu kämpfen, wie er es heute getan hat und dann Potenzial bekommen, etwas Besonderes zu werden. Obwohl sie das letzte Tor erzielen, verloren sie am Ende dann doch noch mit... Prozent 1 Toren? Was? Eventuell brauchen die Spieler endlich mal diesen Weckruf, denn ganz ehrlich, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen aus diesem Abstiegskampf endlich mal rausgehen und ja, Schönrederei bringt uns auch nichts. Ich kann mir vorstellen, dass es für euch derzeit ein bisschen blöd ist, dass wir derzeit so viele Spiele verlieren.
Aber ich hoffe natürlich, dass sich das jetzt auch wieder ein bisschen ändern wird. Denn wir sind in der ersten Bundesliga erstmal angekommen. Natürlich spielen wir da erstmal gegen den Abstieg. Alles andere wäre einfach mega komisch gewesen, wenn wir jetzt direkt um die Meisterschaft mitgespielt hätten oder so, ja. Ich muss mich daran gewöhnen, vor allem damals, als der neue Patch rausgekommen ist mit dem neuen Ultimativ-Schwierigkeitsgrad. Ich bin da immer noch ein bisschen am Gucken mit der CPU-Schwierigkeit und so weiter und so fort. Aber dass wir mal verlieren, gehört halt einfach dazu. Und sollte es jetzt immer so weitergehen, obwohl unser Team immer besser wird, dann werde ich natürlich ein bisschen rustikaler, ein bisschen was an Einstellungen wieder ändern. Aber ich hoffe natürlich, dass euch das trotzdem derzeit sehr viel Spaß macht. Auch wenn ich mich vielleicht während den Spielen teilweise ein bisschen mehr aufrege als sonst. Vor dem ersten Spiel in der K.O.-Phase in der Europa League gibt es natürlich erstmal eine Pressekonferenz. Taylor, Sie gelten im Spiel gegen Neapel eher als Außenseiter. Wird es daher großflächige Änderungen in der Startelf geben? Das macht ja irgendwie nicht so viel Sinn. Von daher würde ich sagen, wir brauchen Geduld und natürlich vertraue ich unserem Stammpersonal. Auch wenn wir in letzter Zeit immer mehr geändert haben oder ich auch ein bisschen mehr rumversuche beziehungsweise immer wieder neue Taktiken habe. Geht für sie gegen einen starken Gegner. Hat sich MSV Duisburg auf ein schweres Spiel eingestellt? Ja, ganz ehrlich, jedes Spiel derzeit ist schwierig für uns. Wir möchten aber natürlich heute eine gute Leistung abliefern und versuchen gegen Neapel zu überzeugen. Ich weiß, Neapel ist ein unfassbar schwerer Gegner. In Italien einer der Top-Mannschaften. Und wir wollen heute dagegen halten. Duisburg ist aktuell außer Form. Was sind die Gründe dafür? Nimm die Schuld jetzt mal auf mich. Ich will nämlich sagen, ich trage einen Großteil der Schuld. Ich habe öfters mal die falschen Taktiken gewählt und dadurch auch die falschen Aufstellungen und muss die Mannschaft dadurch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Also Mannschaft, gibt alles. Sonst werde ich irgendwann gefeuert. Das wollen wir ja nicht. Und damit sind wir heute das zweite Mal in der Chance an Reisen Arena. Allerdings heute international gegen Neapel. Hier unsere Startaufstellung. Es gibt nicht viele Änderungen. Engin ist heute endlich mal wieder reinrotiert. Ich möchte Daschner nochmal im linken Mittelfeld versuchen und David heute als etwas defensivere Variante im zentralen Mittelfeld. Neben Koch und Mai daher wieder in der Innenverteidigung. Hier die Aufstellung von Neapel mit Alex Meret im Tor. Der ist natürlich ein richtig, richtig guter Torwart. Ansonsten Brun Larsen aus der Bundesliga gekommen. Und die haben natürlich auch eine starke Elf. Rekik von Hertha in der Innenverteidigung. Majoral vorne im Sturm. Bekannt aus Real Madrid. Hat, glaube ich, auch eine Saison bei Wolfsburg gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ich möchte hier natürlich versuchen zu gewinnen. Aber ich weiß natürlich auch, dass es extrem schwierig wird. So, Tyler jetzt im 16er, der Italiener, der hat einen Pass auf Melcher und dann führen wir 1-0, Alter, das war stark gespielt. David schaltet sich richtig gut mit nach vorne und da ist das 1-0, Alter, mit der ersten Möglichkeit. Das war richtig eiskalt von uns, Tyler hier und dann mit dem Pass auf David und er leitet sofort weiter auf Melcher und er zieht einfach mal ab und damit führen wir. Jetzt wird es wieder gefährlich. Jakob Brun Larsen schießt einfach mal und der geht Gott sei Dank daneben. Er sieht hier Engin und jetzt nach außen auf. Pass lag, der mit dem scharfen Pass nach innen. Jetzt Daschner und wir sind wieder im 16er, der Italiener. Daschner mit dem Pass auf Melcher und Melcher mit dem Schuss und Meret hält den ohne Probleme. War aber auch nicht so stark geschossen. Oh, starker Pass und jetzt Daschner mit der Möglichkeit und dann war der wieder richtig lausig, Alter. Oh Mann, wir könnten hier locker 2-0 führen. Damit ist die erste Halbzeit vorbei und die Halbzeit hat mir richtig gut gefallen. Rein theoretisch hätten wir sogar schon 2-0 führen können, aber wir treffen das Tor nicht nochmal. Ich sollte mich vielleicht aber auch damit zufrieden geben, dass wir derzeit überhaupt 1-0 führen. Schöner Pass auf Daschner und jetzt der mit dem großartigen Pass auf Metscher. Metscher muss es versuchen und der ist knapp daneben. Oh, jetzt ein guter Angriff. Oh nein, das darf nicht sein. Das ist sehr schlecht, dass die jetzt ein Auswärtstor geschossen haben. Wir müssen unbedingt noch ein Tor drauflegen. Und dann kamen wieder unsere Verteidigungsprobleme. Das war allerdings mein Fehler. Ich habe da viel zu viel Platz aufgemacht, glaube ich. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Wer die Dinger vorne nicht macht, kriegt es halt hinten rein irgendwann, ne? Schön. Und jetzt der Pass auf Matcher. Und jetzt hat er die Möglichkeit auf den Doppelpack. Matcher. Ich bin extra langsamer geworden, damit er genauer abziehen kann. Und das ist der Doppelpack vom Matcher. Endlich trifft er wieder. Wir führen 2-1 und jetzt alles geben und das 3-1 machen. Damit Neapel trotz des Auswärtstors nicht so viele Vorteile hat. Zwei Wechselungen, Daschner geht raus für Böhm und dann kommt noch Dayako für Engin. Nachspielzeit ist vorbei, wir gewinnen 2-1 gegen Neapel. Muss ich sagen, habe ich jetzt nicht zwingend mitgerechnet, nachdem wir gegen Hertha BSC ein bisschen auf die Mütze bekommen haben. Aber ich war auch viel konzentrierter und Angriffsspiel hat hier auch einfach viel besser funktioniert. Neapel hatte auch einfach mal kaum Abschlüsse, krass. Sehr schön, Böhm bedankt sich dafür, dass er in letzter Zeit wieder öfter spielen durfte. Das bedeutet, wir sind natürlich auch stolz auf ihn, denn ich baue natürlich auch sehr viel auf ihn. Das Positive ist, Hamburg sammelt auch keine Punkte und ist weiterhin 11 Punkte von uns entfernt in der Bundesliga. Damit wir uns eventuell weiter entfernen können vom HSV, sollen wir natürlich jetzt die Simulation gegen Freiburg gewinnen. Wir sind auswärts und es wird sehr, sehr schwierig. Wir gewinnen 2-0. Dayaku und Melcher treffen für uns tatsächlich. Perfekt, Alter. Endlich mal wieder 3 Punkte der Bundesliga. Das ist auch nur möglich,
wenn nicht ich in der Bundesliga spiele. Böhm verbessert sich jetzt auch tatsächlich auf die 75, sehr schön. Das Rückspiel gegen Neapel sehen wir dann in der nächsten Folge, was wir natürlich auch wieder selber spielen werden. Ja, hinterlasst sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega darüber freuen, auch wie immer einen Kommentar da lassen. Ich versuche wie immer zu antworten, denn ich finde das einfach immer so mega geil, wie ihr einfach mitmacht in dieser Karriere, ja. Deswegen sehr gerne kommentieren, wäre wirklich richtig gut von euch. Und dann sehr gerne auch den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Sehr gerne bei Instagram vorbeischauen und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ciao.